Moin Moin, hier ist der Frank. In diesem Video werde ich mal zeigen, wie schnell man ein Linux installieren kann. In diesem Fall ein MX Linux. Ich werde das Ganze in einer virtuellen Maschine machen. Ihr werdet das sehr wahrscheinlich von einem USB-Stick aus machen. Und das geht dann ähnlich schnell. Das dauert ungefähr 5 Minuten. Lass es vielleicht 6 Minuten sein, dann ist das Linux fertig installiert. Ich werde das MX Linux voll verschlüsselt installieren. Voll verschlüsselt, weil das einfach Sinn macht, eine Festplatte voll zu verschlüsseln. Sollte eure Festplatte mal wegkommen, euer Notebook verlieren, verlegen, geklaut werden, dann oder Rechner, dann kann jeder eure Festplatte ausbauen und an seinem Rechner anschließen über USB oder wie auch immer und kann dann eure Daten auslesen. Und bei einer voll verschlüsselten Platte ist das dann nicht möglich. Dann kriegt ihr nämlich nur einen Datensalat zu sehen. Bei einem Passwort für die Verschlüsselung der Festplatte achtet bitte, bitte, bitte darauf, dass das mindestens 25 Zeichen lang ist. Wie man ein Passwort erstellen kann, das man nie wieder vergessen kann. Dazu packe ich euch ein, zwei Links unten in die Videobeschreibung rein. Und selbst wenn ihr es vergesst, weil ihr länger den Rechner nicht mehr benutzt habt, zeige euch die Möglichkeit, wie ihr da wieder rankommt an euer Passwort. So. Ja. Ich werde jetzt die virtuelle Maschine schon mal vorbereiten. Also so, als wenn ich den USB-Stick im Rechner habe und dann nur noch auf Start drücken. Genau. So, dann bereite ich das mal eben vor. Das sind alles Sachen, die ihr da nicht machen braucht, wenn ihr vom USB-Stick aus bootet. Und auch nicht viel Arbeitsspeicher, weil dann nimmt er ja den Arbeitsspeicher von eurer ganzen Platte und auch nicht wie viel CPUs. Wir werden um 10:35 Uhr anfangen. 25 GB, das ist auch richtig. Der Rechner kriegt noch einen Namen. So, jetzt hat er schon ein bisschen zu früh angefangen. Sorry dafür. Wir warten jetzt bis 25, bis 35, Entschuldigung. Und dann geht's los. Ich mache mal einen kleinen Cut. So, es ist jetzt auf 10:35 Uhr umgesprungen. Wenn ihr von eurem USB-Stick aus startet, dann kriegt ihr dieses Fensterchen hier zu sehen als erstes und dann gleich die erste Auswahl. Enter drücken. Dauert einen kleinen Augenblick, dann kommen gleich drei Icons auf den Desktop. Und das dritte Icon ist der Installer. Da klicke ich auch gleich doppelt drauf. Bei der Tastatur ist jetzt hier noch die englische Tastatur eingestellt. Da wählen wir jetzt gleich erstmal die deutsche Tastatur aus, obwohl ich dazu sagen kann, dass das nicht immer unbedingt hundertprozentig funktioniert. Weshalb ihr gleich beim Passwort vergeben auch darauf achten solltet. Und zwar zeige ich das gleich. So, das haben wir. So, jetzt ist hier eine Auswahl. Welche Festplatte müsst ihr entscheiden, wo das drauf soll? Dann encrypten, also verschlüsseln. So, und hier ist ein kleines Auge. Und da drücke ich jetzt mal die Raute-Taste. Und ich sehe, da ist keine Raute, sondern ein Backslash. Also hat er immer noch die englische Tastatur. Nehmt aber euer Passwort mit Sonderzeichen und so weiter. Nehmt euer Handy zur Hand, surft nach englischer Tastaturbelegung und gebt das euer Passwort dann so ein, wie die englische Tastaturbelegung ist. Nach dem Neustart ist
Auf alle Fälle dann auch die deutsche Tastatur da, so dass ihr dann loslegen könnt. Ich gebe jetzt hier nur mal ein paar Zeichen ein. Das ist falsch. Bitte 25 Zeichen mindestens eingehen, auch mit Sonderzeichen. Jo, lege ich los. Der Rechner heißt MX. Und jetzt hier nicht warten, bis der blaue Balken durch ist, sondern unten rechts auf Next klicken und die nächsten Einstellungen machen. So, nochmal auf Deutsch umstellen. Dann Europa umstellen und wieder Next. Jetzt will er meinen Benutzernamen haben. Ich schreibe das immer klein. Ich kenne die englische Tastaturbelegung ein bisschen. Hat funktioniert. Jetzt kann ich unten nicht mehr weiter auf weiter klicken, also warten wir jetzt, bis er oben durch ist, bis oben der blaue Balken fertig ist. Dann gibt es einen Neustart. Und dann starten wir ihn einmal neu. Mir gefällt dieser Desktop hier nicht, dieser KDE-Desktop nicht. Ich habe mich an den Cinnamon gewöhnt und nach der Installation werde ich dann auch noch den Cinnamon installieren. Wer es mitverfolgen will, kann ja noch weiter gucken. Wir haben 10:35 Uhr angefangen. Der 10:38 Uhr. Überlegt mal, wie lange das immer dauert, wenn man sich ein Windows installiert. So, jetzt wird neu gestartet. Dann kommt gleich nochmal unten eine Meldung. Dann will er das für Enter drücken. Das heißt, du sollst da deinen USB-Stick rausziehen und dann Enter drücken. Jetzt geben wir unser Passwort ein zur Entschlüsselung der Partition, also der ganzen Festplatte. Hat er akzeptiert. Jetzt gebe ich mein Passwort ein für das Betriebssystem. Es ist 10:39 Uhr, also unter 5 Minuten sogar hingekriegt. Yeah, klasse. So, gucken wir doch einfach mal. Wir haben Büroprogramme, also alle wichtigen Programme und du kannst alle Excel-Programme damit, alle Windows-Programme, also Office-Programme damit öffnen. Wir haben Grafikprogramme installiert, Internetprogramme, Multimedia sind drin, auch ein paar kleine Spiele sind mit drin. So, das war's an dieser Stelle. Also innerhalb von 5 Minuten komplett richtig klasse Linux installiert. So geht's. Lass dir aber bitte etwas mehr Zeit, lies das alles auch durch. Ich wollte jetzt hiermit nur zeigen, es ist kein Hexenwerk. Und jetzt installiere ich nochmal im Cinnamon und dann wirst du sehen, dass es erst recht kein Hexenwerk ist. Weil das sieht nämlich so ähnlich aus wie Windows XP oder so. Ja, Windows 2000, Windows NT. Installiere jetzt erstmal den Dateimanager Nemo, der gefällt mir ganz gut. Da kann ich nämlich in einem Fenster gleich zwei Spalten mit der F3-Taste zwei Spalten aufmachen, dann kann ich das von rechts nach links verschieben und kopieren oder vergleichen. Jupp, mach mal, er hat das gerade erstmal nach den Dateien gesucht, was er braucht. Okay. Jetzt gehe ich hier auf den zweiten Reiter. Das ist bei MX Linux so. Und es gibt ja Unterschiede.
Jetzt gebe ich Cinnamon ein. Nee, da sollte ich auch ein I hinschreiben, wo ein I hingehört. So. Hier ist Cinnamon. Und diese Datei bitte auch noch gleich mit anhaken, sonst kann es sein, dass Cinnamon auf Denglisch, also halb Deutsch, halb Englisch, gleich noch mit installieren. Jetzt sucht er eben kurz danach, dann fragt er nochmal und dann wird es installiert. Könnt jetzt auch noch die Bildschirmauflösung anders machen und so weiter, damit es schöner aussieht. Das sind noch diese alten Röhrengeräte, Größe. Ja. Okay, fertig, schließen. So, jetzt zeige ich noch eben schnell, wie man Cinnamon aktiviert. Dazu brauchen wir einen Neustart, weil noch haben wir ja das KDE-Oberfläche. Als erstes fragt er wieder nach dem Passwort zur Entschlüsselung der Festplatte. Und bevor wir jetzt gleich das zweite Passwort eingeben, werden wir den Desktop, die Oberfläche ändern. So, also jetzt noch nicht das Passwort eingeben, sondern hier ist es in der Mitte. Dort sagen wir Cinnamon und jetzt kommt erst das Passwort für das Betriebssystem. Mich nicht vertippt. Und schon ist unsere Menüleiste unten. Die könnte man auch oben hin machen, rechts oder links hin machen. Ich mag das so viel lieber. Und er bietet mir auch gleich noch schon ein paar Updates an. Die werde ich jetzt mal nicht machen. Ich werde mal hier noch schnell einen anderen Hintergrund hin machen. So, irgendein, ja, nehmen wir mal den da. So, das war's jetzt. Innerhalb von 8 Minuten insgesamt. Habe ich jetzt ein Betriebssystem installiert, das MX Linux, und noch ein, zwei Einstellungen gemacht, also einen anderen Desktop gemacht, den Cinnamon. Das war's. So. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Anregungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare und oder Fragen, ja, wenn ihr Fragen habt. Schreibt es einfach rein. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.